Die Ladeinfrastruktur schreitet voran. Zwei neue Ladesäulen allein in meiner Umgebung gesichtet. Ob das ausreicht, Tausende von Autos zu laden? Bei eisigen Temperaturen unterwegs. Mit dem Rad. Und siehe da, eine neue Ladesäule. Und Energie. Die zwei dieser Leitung beneide ich. Wer die Video gesehen hat über meine Wallbox-Debakel, ja, das wäre so eine Leitung. Was noch fehlt, ist eine eindeutige Kennzeichnung, eine Tafel, bestenfalls eine Fahrbahnmarkierung. Ja, Wiener Energie. Dann kann es losgehen. Jetzt fahren wir zur nächsten zukünftigen Ladesäule. Da gibt es ein eigenes Video, da drehe ich schon seit Dezember 2019. Und zwar vermutlich Recharge und zwei Schnelllader in einer Shell. Station. Also Oldtimer-Station. Und da werden wir schauen, wie weit sie heute sind. Heute heißt 24. Jänner 2020. Und außer den dicken, fetten Karren habe ich schon etwas Neues gesichtet dort. Und was, das werden wir in wenigen Sekunden sehen. Cool ist. Soll's nicht nur rasch gehen, sondern auch schnell. Kauft sich ein Laval und ladet's bei Shell. Ja, sowas fällt einem beim Radfahren bei minus 1 Grad ein. Keine Ladesäulen wären. Und so ist ja ein Besentag wie. Randböcke haben wir schon. Riesige Kabel. Vier Stellplätze, zwei Schnelllader. Mann, bin ich gespannt. Heute ist der 24. Jänner. Ich war so frei und habe eine nette Dame angesprochen an der Shell-Station. Und sie meinte, vorige Woche war ein Techniker da, was immer da gemacht hat. Und sie schätzt mal so, 2 bis 3 Wochen, dass die Ladestationen montiert werden und dann sehen wir uns wieder. Jo. Also wir haben gesehen, die Ladestationen werden immer mehr. Ich hoffe, dass das korrespondiert mit den E-Auto-Zulassungen. Nicht, dass wir haben 100.000 E-Autos und 12 Ladestationen. Das passt dann nicht. Weil nicht jeder kann zum Beispiel zu Hause eine Wallbox installieren. Diejenigen, die meinen Kanal regelmäßig verfolgen, wissen ja, dass es bei mir nur um E-Mobilität geht, in welcher Form auch immer. Meine kleine Serie über die Stolpersteine der E-Mobilität soll natürlich die E-Mobilität nicht schlecht machen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das tue, weil für mich gibt es nur E-Mobilität. Ich werde nie wieder was anderes fahren. Es soll natürlich in erster Linie den Menschen helfen, die sich für die Elektromobilität interessieren, mit welche Probleme auftauchen können. Ja, dass es oft sehr einfach ist, aber oft auch zu Komplikationen, zum Beispiel beim Laden kommt. Und ja, bei mir wird nichts schlecht gemacht, sondern ich habe keine rosarote Brille auf und deshalb gibt es da nichts zum Beschönigen. Wenn das Gacki ist, dann ist es Gacki. Und das werde ich auch berichten. Und
nicht nur toll, 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 es ist toll, ohne jeden Zweifel. Ja. Probleme beim Laden habe ich einige gehabt und hierzu gibt es jetzt einige Beispiele. Beispiele sind zum Beispiel, Ladung konnte nicht beendet werden, ich bekomme den Stecker nicht mehr aus dem i3 und solche Sachen. Es muss leider auch gesagt werden. Ja. Ladestörung, die ich hier mal gehabt habe, wo ich euch jetzt zeigen. So ist es beim wunderschönen Bella Flora. Eine ganz simple Ladestation mit zwei Stellplätzen. Gratis Ladestation. Jo, Campingstecker sehe ich da. 230 Volt Typ 2. Ganz simpel. Startladung, Stoppladung, fertig. Ein paar Blumen kaufen, rauskommen, bisschen Strom getankt, gratis. Ja, an dieser Ladesäule habe ich einmal geladen, weil wir da schöne Blumen gekauft haben. Aber Start gedrückt, bisschen geladen, Typ 2. Wird nicht viel gewesen sein, die halbe Stunde, die wir da verbracht haben. Rausgekommen, Stopp gedrückt. Ladestecker vom Auto lässt sich nicht abziehen. Das meine ich mit Stolpersteinen. Wie soll ich jemand überzeugen, wie easy und einfach und billig und schnell und prämoment stark die Elektromobilität ist. Wenn der Stecker nicht aus diesem E-Fahrzeug geht. Irgendwann wieder rausgegangen. Notfalls gibt es auch eine Entriegelung im Auto. Da zieht man an den Kabel und dann wird das entriegelt. Aber das ist, glaube ich, nicht Sinn der Übung. Und ja, das war das Erlebnis an dieser Ladesäule. Und dann natürlich wer zuschaut und denkt sich, E-Auto, wie funktioniert das? Und du stehst dort und der Stecker geht nicht ab. Das ist etwas peinlich. Tja. Das heißt, immer bei Ikea kann man gratis laden. Hier ist eine Smartix-Station. Und wir werden jetzt einmal gucken, ob das auch nichts kostet. Da ist sie schon. Schauen wir mal. Wir haben hier eine Smartix-Station. Identifizieren. Nichts mit gratis. Komisch, Herr Ikea. Immer glaubt, das ist gratis da. Authentifizierung notwendig, aber jetzt geht der Stecker nicht mehr raus. Die Welt kommuniziert gerade. Aber da. Ja, dann. Der Stecker löst sich nicht, oder? Das ist Licht ausgegangen. Verriegelt. Folgendes probieren, nämlich wir nehmen die Smartix-Karte. Automatisieren sich. Jetzt noch eine Leistung auch. Kommunikationsproblem. Nicht. Jetzt hat er sich gelöst. Schau, aber gelohnt haben wir nichts. Lustig. Tja, nichts.
nichts verdient, Herr Smartrix. Eigentlich wollte ich nur schauen, ob bei IKEA das wirklich gratis ist, so wie ich es in den Videos immer sehe. Gewerbepark Wien Nord dürfte das nicht so sein. Aber wie ihr gesehen habt, habe ich gar nicht lange kennen, selbst mit der Karte. Störung, bla bla bla. Da ich aber gerade beim Lidl war, wo es wirklich gratis war, schön brav eingekauft habe und auf 74% geladen habe, ohne Karte, brauche ich ja nicht zum Laden, aber ich muss zum Obi gehen. Ich brauche einen Holzleinke für dich. Also, Herr Fridolin IKEA, scheiß Service. Lidl unkompliziert, ein Service. Und für das, was der Geschäft macht, der IKEA, ist es eigentlich nicht leidend. Was ich hier zahlen muss für ein paar Kilowattstunden, den IKEA genau nichts kosten. Ehrlich gesagt, man kann auch nicht immer verlangen, dass alles gratis ist. Das ist für mich eigentlich der Lidl eine Ausnahme. Aber trotzdem, einen gewissen Service sollte man doch haben. Und wenn man die Elektromobilität fördern möchte, muss man auch schauen, dass sich die Leute Strom holen können. Oder irgend sowas halt. Wurscht. Kurzer Ausflug von meinem IKEA-Experiment. Gescheitert. So, Shot Wien Essen beendet. Und mit dieser Karte werden wir jetzt die Ladung beenden. Von diesem Fahrzeug. 96%, das reicht. Stopp. Authentifizieren. So, wir sind jetzt rausgekommen und haben wollen auf der Smartrix-Station beenden. Gestartet habe ich mit der Karte und somit beende ich auch mit der Karte die Ladung. Habe bei der Ladestation auf Stopp gedrückt. Und die Ladestation hat mir gesagt, benutzen Sie Ihr Handy. Die Handy-App gestartet von Smartrix und die Ladung wurde mir nicht angezeigt und somit kann ich mein Handy auch nicht beenden. Sprich, Service Hotline angerufen. Die nette Dame, sehr nette Dame, hat die Ladung beendet und somit können wir weiterfahren nach Vienna. Oder sagt Valentin, wir fahren weiter zum Mondsee. Weil das sind noch 100 Kilometer oder irgend sowas, was haben wir da? 58%. Passt! Möglicher Stolperstein. Ein weiterer, kleiner, aber feiner. Ich befinde mich hier wieder im 22. Wiener Gemeindebezirk. Und zwar am berühmten Rheinbahnweg. Was will ich damit sagen? Ganz einfach. In diesen Wohnungen leben ca. 8500 Menschen. Ich habe mir die Mühe gemacht und bin einmal um den ganzen Block gefahren, der wirklich riesig ist, und habe alleine auf der Straße 500 parkende Autos gezählt. Inkludiert sind nicht die Abstellplätze, die Tiefgaragen, die es hier gibt. Wie viele dort stehen, kann ich leider nicht feststellen. Eine Möglichkeit wäre natürlich beim Dienstgeber. Ich habe auch einen Dienstgeber. Ja, aber dort gibt es nichts zum Laden. Pustekuchen. Kauf dir deinen Strom selber. Wir können zu einem Lidl fahren. Oder 500 Autos beim Lidl. Wir könnten natürlich woanders öffentlich laden. Smartrix hat, glaube ich, 450 Ladepunkte, Wien Energie. So was jetzt gar nicht. 1400. Ja, nur angenommen, hier
am Rennbahnweg gibt es 1000 Fahrzeuge. Reichen schon die Ladepunkte von Smartrix nicht aus. Wienenergie, wohl vergessen, 1300 irgend so wie. Ach, das ist natürlich auch ein Scherz, ne? Jo, ob das jetzt ein Stolperstein ist oder nicht. Jo, irgendwie schon, ne? Wenn sich die breite Masse dann für Elektromobilität begeistert, so wie ich es schon lange tue. Ja.